Marco. Polo. Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Heute zeige ich euch zusammen mit dem Hoshi 82 Contractors im Koop-Modus und im PvP-Modus. Und also endlich hat es einen Koop-Modus. Contractors hat mir immer mega viel Spaß gemacht, auch das Gunplay und so weiter. Aber es war PvP teilweise ziemlich hart und es gab auch am Anfang sehr viele Cheater. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. PvP-Modus habe ich mir momentan noch nicht angeguckt. Aber wir haben den Koop-Modus gespielt und man kann auch Mods runterladen, man kann sich Custom-Maps runterladen und so weiter und so fort. Also echt cool, was die da jetzt auf die Beine gestellt haben. Lobenswert erwähnen muss man noch, dass man, wenn man mit einem Gunstock spielt, sich die ganzen Waffen, jede Waffe einzeln anpassen kann an den Gunstock. Man kann die Höhe und den Winkel anpassen, wo die Waffe sitzt. Und das ist einfach perfekt. Also so hat man echt ein richtig cooles Feeling bei jeder Waffe. Man muss natürlich ein bisschen Zeit investieren, weil man jede Waffe einzeln kalibrieren muss. Ist natürlich klar, weil jede Waffe auch einen anderen Anschlag hat und einen anderen Griff und so weiter und so fort. Und das kann man echt perfekt anpassen. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann macht jede Waffe echt viel, viel mehr Spaß. Und ich habe auch mit dem Gunstock von ProTube gespielt und mit dem ForceTube dran. Und der ForceTube macht hier auch mega viel Spaß, wird auch komplett unterstützt. Also perfektes Feeling, wenn man dann wirklich die Waffe im Anschlag hat und dann schießt, dann kriegt man hier immer diesen Schlag. Und also das lässt einen noch tiefer abtauchen in das Game. Ich sage ja immer, man ist nicht besser mit dem Gunstock, aber man hat viel mehr Spaß, besonders wenn es Koop-Modus ist, da geht's ja eigentlich. Im PvP-Modus ist das wieder was anderes, da ist es echt schwierig, weil das Nachladen ein bisschen hakeliger ist. Und ab und zu, seht ihr auch im Video wahrscheinlich, rutscht mir auch der Gunstock mal beim Nachladen weg. Dann macht man, wenn man dann, sag ich mal, den hier wegnimmt zum Nachladen, dann greift man den hier und wenn man den dann ein bisschen kippt hier, dann kann es schon mal passieren, dass er dann wegrutscht und ja, dann rutscht natürlich der ganze Gunstock weg. Man hat aber hier die Halterung, von daher rutscht er nicht komplett weg. Aber ich will damit sagen, man ist da halt nicht perfekt mit aufgestellt, ne? Ja, Leute, schauen wir uns mal ganz kurz die Steam-Seite an, denn Contractors ist auch aktuell, ich hoffe auch bis zum Release meines Videos, im Angebot und kostet 8,39 €, also 50% und dafür, ja, Angebot endet am 5. Januar, bis dahin habe ich auf jeden Fall released. Und also da, für den Preis kann man echt absolut nichts falsch machen. Und besonders mit diesem Koop-Modus jetzt, der macht echt Bock. Kann bis zu 4 Spielern kann man da zocken. Die ganzen Mods, die man sich runterladen kann, die anderen Maps. Wir haben am Ende Pistol Only gespielt auf einer Yacht von Call of Duty. Und ich kannte die Map jetzt nicht. Aber das hat auch mega viel Spaß gemacht. Und solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Und ich kann das Spiel nur empfehlen. Wie gesagt, im PvP-Modus kann ich jetzt nicht wissen, wie es da jetzt aussieht. PvP ist echt nicht meine Welt, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich teilweise echt viel zu schlecht für. Aber im Koop-Modus hat es mir echt Bock gemacht und hat einfach was. Und ist seit dem 3. Dezember ist das online, dieses Update 08. Und die entwickeln immer weiterhin Updates für das Game und arbeiten da echt gut dran. Und ist ja auch für die Oculus Quest erschienen. Ich spiele jetzt mit der Quest 2 über Linkkabel. Und alle gängigen Brillen werden hier auch unterstützt. Auch perfekt. Gut, man sollte im Stehen spielen, weil man muss sich sehr oft drehen und so weiter. Habe ich auch gemacht. Bin dann auch ab und zu mal an die Wand gekommen mit dem Gunstock. Passiert natürlich. Aber solltet ihr euch definitiv anschauen. Und jetzt kommen wir mal zu der ProTube-Seite. Und mit dem Gunstock hier habe ich gespielt. Mit den Quest 2 Halterungen und richtig geiles Feeling, muss ich sagen. Hat Bock gemacht und wer echt so ein Hardcore-Shooter-Fan ist, sollte sich echt überlegen, sich so ein Paket zu holen. Ich weiß, der Preis ist echt heftig. Das muss man echt abwägen, ob man so viel Geld investieren will. Der Gunstock alleine lohnt sich auf jeden Fall auch schon ohne den ForceTube. ForceTube ist ja hier das Ding, was wirklich diese Schläge verursacht an der Schulter. Aber alleine ist das natürlich günstiger, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn ihr Interesse daran habt, unten in der Beschreibung gibt es einen Affiliate-Link von ProTube für meinen Kanal. Wäre cool, wenn ihr überlegt, für Weihnachten da was zu kaufen.
ja, wenn er da drauf klickt, unterstützt ihr meine Arbeit und zahlt aber auch keinen Cent mehr. Und ja, das eigentlich dazu. Gibt es auch spezielle Videos von ProTube, die ich gemacht habe. Die haue ich einfach mal in die Infobox, könnt ihr mal reinschauen. Und jetzt zeige ich euch noch den Kanal vom Hoshi, auch ganz wichtig. Der Hoshi macht VR, der macht Flat Gaming, Retro Flat Gaming und hat einen richtig coolen Kanal, macht sich auch teilweise echt Mühe mit seinen Videos. Hier hat er ein cooles Intro zu Hellsplit gemacht, nennt es Doomsplit und solltet ihr euch definitiv auch mal anschauen. Der Kanal vom Hoshi82 ist in der Beschreibung drin, genauso wie der Patrick von die Zockstube, der Chris Reality und der Zitronenarzt. Also definitiv mal reinschauen, das ist so eine ja, feste Crew, sag ich mal. Und ja, lasst ihn noch ein Abo da, Glocke aktivieren, da wird er sich freuen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt ins Gameplay. Viel Spaß. Ich glaub, das ist immer. Weil die Nacht ist noch mal ganz. Wow! Oh, der hat ein Magazin. Ja, kannst du nicht aufführen, weil du voll bist. Achso, ja, doch, wenn du schon. Ich will die ganze Zeit fliegen. Kann man sich selbst umbringen? Also gegenseitig? Ja, da müssen wir echt, da müssen wir echt aufpassen. Weil du bist gerade genau in meine Richtung. Okay. Wenn du auf dein Handgelenk guckst, ich glaube beide, dann siehst du, wie viel Energie du hast. Contact! Wo ist er hin? Da! Ah, das ist einer von den High-Value-Targets. Boah, der haut da gut ab, ey. Einen habe ich, aber nicht den Psycho da. Nee. Da ist der Psycho. Boah, ey, der ist schnell, der Typ. Okay. Ich bin out of ammo. Wo ist er? Links, links. Hast du den Psycho? So, den haben wir. Stehen, feige Sau, ey. Also ich hab ein paar Mal noch erwischt. Boah, der Force Tube macht so Spaß, ey. Hier wäre ein Climbers gewesen. Wo ist er? Wo ist er? Da! Alter, der läuft! Rein. Der läuft wie ein junger Gott! Da! Okay. Warte! Okay, dann haben wir. Du? Kann auch sein, dass ich das Vorwort nicht mache, dass ich gar keine. Oh. Mit der Munition ist das heftig. Ja. Schon wieder leer. Oh, Munition, Munition. Hoshi hier! Ich muss gleich auch auf Always On stellen. Okay.
Schnell, schnell, schnell. Ach, ich dachte, ich kann nicht Bunker. Ich muss nur in Taschen stecken. Jawohl, den einen haben wir. Ist sicherlich hinten ab. Ja, warte. Am besten müsste ich hier ein Gewehr haben mit 100 Schuss. Einen haben wir noch. Ach, da bist du. Hier ist noch einer. Aber nicht der besondere. Die spawnen wie immer. Ja, bis man den einen hat wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich irgendwie wieder, ja weiß ich nicht, wahrscheinlich komplett andere Ende von der Karte. Ja, ich geh mal ein bisschen. Hier wird man sehr schnell nervös, ey. Munition, gut. Munition ist überlebenswichtig. Ey, wo ist der denn? Hier ist Muni. Cool. Boah, ist groß das Gelände hier. Ich hab ihn. Wie rausgefallen. Ich will nur wissen, wo du bist. Ja, das ist das Problem jetzt. Hier ist ein Innenhof mit zwei riesen Betonrohren. Ich muss Rückzug antreten. Hier, komm. Kommen die anderen Spack auch noch? Mein Gott! Hier ist noch Munition, das ist gut. So, wo ist er jetzt wieder hin, ey? Da, da ist er. Leer, leer. Ich glaube, die haben den Spiel jetzt gerade angepasst. Komm, Alter! Bleib doch mal stehen, du Arsch. Den hol ich mir jetzt. Jawoll! Macht Spaß? Ja. Ja, deswegen ist auch blöd, wenn du an einer
einpacken kannst. Es ist aber so, weil du ja, wenn du kompetitiv spielst, hast du ja nur 3 Slots für Magazine. Da kannst du die dann quasi reinpacken. Okay. Dann gehen wir mal zum Koop nicht. Zum Decryption Point. Wow. So. Da war die Wand im Weg. Ja, gehen wir jetzt Reihe nach oder kannst du aussuchen, wo wir jetzt? Ja, nach A erstmal, ne? Von oben werden wir beschossen. Wenn wir zu A kommen, überhaupt leben. Ah, klar. Ich lauf zu A. Was muss man hier machen? Einfach stehen bleiben, okay. Hörst du mich noch? Ja. Okay. Ja, hör mal auf, mich zu schießen, du Arsch, ey. Wo kommen sie? Oh, Magazin ist. Ja, okay, alles klar. Nächster Punkt. Ah! Ich hab uns geblendet. Ja, okay, leer. Von wo? Boah, ich habe nicht mehr viel Energie. Fuck, die Wand. Zwei Magazine. So, okay. Warte. Also einer snipert auch hier. So, sicherst du nach da ab, da wo China-Markt ist und nicht nach anderen Seite? Ja, ich beschütze meine Ente. Genau. Kommt da keiner. Ja. Wir müssen jetzt zum Anfangspunkt zurück. Kannst du das da hinten nehmen, wenn du willst? Nee, lass uns zu sehen, dass wir zu Startpunkt zurückkommen. Ja, okay.
Also aber definitiv haben die den Schwierigkeitsgrad gebalanced. Das war auf einfach sonst viel schwieriger. Die hörten gar nicht mehr auf. Boah, also wirklich krass. So geht's noch. Ja, auch weil man einstecken kann, ist okay. Ja. Das wird das verfangen zu spielen. Den Nachladen bin ich noch ein bisschen zu langsam, aber. Ja, dann hack mal die Nummer in den Rechner rein. Was für eine Nummer? Wie waren? Das sind auch Kreise. Blau, grün und rot. Ach so. Wenn du da hinguckst, stehen da Nummern drin. Ja, ja, ah, jetzt sehe ich. Ich kenne das Spiel nicht. Deswegen habe ich es ja gesagt. Der hat die 6 nicht genommen. So, und jetzt? Ach, jetzt müssen wir defenden, okay. Warten. 2 Minuten. Oh, der kann einstecken. Ich hab noch 2 Magazine. Wie viel Kopf kriegt der aushält? Mein Gott. Let the dogs out. Rendezvous. Ich lade nochmal nach. Bevor der Tod geht. Ich würde sagen, die bewegen sich auch sehr hektisch, ne? Ja, so ein bisschen. Das hat aber definitiv einen Grafik. Lass mir auch noch ein Magazin, Grafik, bitte. Definitiv einen Grafik down. Wie viel Magazin hast du noch? 1. Ja, dann nimm du. Ah, oh, jetzt ist weg, scheiße. Dann schnapp dir das genau. Lauf! Lauf! Yes! Ihr könnt uns nicht mehr anhaben. Okay. Cool, ich wollte die Karte schon immer mal im VR sehen. Weil die ist jetzt auch nicht zu groß, dann müsste das eigentlich. Ich habe Angst. Ich höre dich. Ich dich auch. Da. Marco. Polo. Marco. Das ist blöd, dass mit dem Discord, dann kann ich das nicht eingrenzen. Hätte man vielleicht doch ausstellen sollen. Das gibt's doch nicht. Ich sag nur, die Karte ist nicht groß und dann. Wow. Oh, hier kann man echt gut schnell laufen mit der Pistole.
Kann ich springen? Ja, ja. Ja. Ich hab Angst. Ah. Ja. Also Contractors hat echt was gemacht. Muss man sagen. Das hat's. Ja, wie gesagt, das hat aber definitiv ein Grafik-Downgrade, das Level of Detail. Das merkst du richtig stark, dass sie erst detailliert werden, je dichter du gehst. Das war damals noch nicht so krass. Ich weiß nicht, ob die vergessen haben, den Wert wieder zurückzustellen für PC, als sie die Quest-Version gemacht haben. Keine Ahnung. Ich muss sowieso mal ausprobieren, ob man das eventuell per INI-Datei ändern kann, den Wert. Muss ich nochmal raussuchen, welcher Befehl das ist. Wie ich auch nichts treffe. Ich auch nicht. Ah. Jetzt. Ich dachte, hier aber noch, oder hat nicht Pistolenmunition? Marco. Hallo. Sag was. Hallo. Du. Shit. Da ist er. Oh, Alter. Ich hab keine Munition mehr. Energie habe ich noch. Scheiße. Hau ab! Ich stech dich ab, du Sau. Alles oder nichts. Nein! Boah, war das knapp. Oh, ich habe mich noch versucht, drunter wegzuducken. Ich weiß gar nicht, wie ich den Revolver nachlade. Was ist das? Ist das kompliziert? Ja, ein bisschen schon, aber es ist halt ein Revolver, ne? Boah, jetzt hab ich ihn gerade nachgeladen. Boah, wie assi war das denn, ey? Ja, das war gemein. Ich nehme mal den Revolver. Kann ich das? Tatsache, cool. Boah, ich finde, das nach lang geht. Hab ich schon schlimmer gesehen. Ich geh jetzt in den Helikopter rein und flieg weg. Ja, ich dachte gerade, der wird direkt auswerfen. Bei Knopfdruck. Nee. Du musst ihn zur Seite halten, dass sie. Und dann halt nach hinten kippen, damit die Kugeln rausfallen. Die Map sieht cool aus. Oh, fuck, ey. Wie viel hast du noch? Ey, das war knapp. 34. Ja. Da hast du auch direkt die Rübe weggeblasen. Warte mal, ich will mal auch. Nehm mal die Diegel. Gab's hier nicht eine Diegel? Nee. Dann nehme ich die M19. So, ich hab nicht auf Done geklickt. Ja, egal. Boah! Ah, hab ich dich getroffen? 34 habe ich nur. Oh. Ich wollte ins Jacuzzi. Lass die Scheiße. Ich treff nix. Oh, ja! Ich hab aus Versehen das Messer statt die Scheißpistole genommen. Ich hab's gesehen. Oh. Weg, Mann. Ja! Da warst du in der Falle, oder? Nee, ich hab mich schon geduckt. Deswegen, da passte schon. Wo ist er? Das frage ich mich auch. Hier was? Ah, trapp, trapp, trapp. Er ist außenrum. Ist klar. Das trapp, trapp, trapp kenne ich. Wo? Angehittet habe ich ihn. Aber, hallo. Wo ist er? Hä?
ist er hin? Trapp, trapp. Trapp, trapp. Ich bin im Maschinenraum. Nachtigall, ich höre dich trapsen. Alter, der Maschinenraum sieht fett aus. Muss man schon sagen. Oh. Mach du bis 5. Ah, ne, ist ja unentschieden. Genau. Oh, ich bin erschrocken, ey. Mann, das kann doch nicht sein. Ich nehme mal ein bisschen was von deiner Munition und schmeiß. Yo, du Schwein. Leichenfledderer. Links oder rechts? Scheiße. Hab ich noch eine Kugel? Fuck, ich bin leer. Och, Mann, ey. Gib. Und jetzt mit den Karten von Zero Calibur, dann wäre das perfekte Koop-Spiel. Weil das ist mir alles noch zu unbehäbig bei Zero Calibur, das ist das Problem. Gegner, Animation, sowas, alles, das ist alles so. Das kann nicht sein, ey. Boah, das gibt's nicht. Der hat nicht geschossen, ich hab doch nachgeladen. Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Du standst ja direkt vor mir gerade! Ja! Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Das habe ich gerade nicht verstanden. Oh, oh. So ist deine Kuhwaffe leer! Was soll die Scheiße? Ich hasse das Nachladen. Ja! Stirb! Ja, ich hatte keine Muni mehr. Ich glaube, ich war leer gerade. Fuck! 30. Ja, ich habe so in etwa gerechnet mit dem Punktestand hier. Ja gut, ich spiele ja auch solche Shooter öfters. Das ist ja auch so ein bisschen so die Gewohnheit. Kann ich eigentlich hier? Oh scheiße, jetzt bin ich Schwung. Hä? Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich glaube, der Revolver verzieht für mich ein bisschen zu krass. Ja, verziehen tut er auf jeden Fall wie Sau. Ja, hast gewonnen. Mehr oder weniger der erste sitzen und dann. Ja, können wir nochmal treffen. Jacuzzi. Ach, da meinst du? Wie kommt man denn hier hoch? Ach, ich dachte, man müsste klettern. Ja, nach so einem Gefecht kann man sich auch schon mal hier ausruhen. Ja. Boah, Alter, das machst du ja voll weit schmeißen. Meine Waffe ist auch weg. Ja, hat Bock gemacht, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, wir können das beim nächsten Mal nochmal zocken. Vielleicht mal auch im Livestream. Koop-Livestream wäre auch mal nice. Vielleicht mit 4 Leuten dann. Genau. Und ja, ich sag mal tschüss. Jo, ciao.